Einen schönen guten! Ich bin's wieder, der Onkel Jens. Heute mit einem Video der Anfang. Was genau das bedeutet, nach dem Intro. It's my life. Ja, meine lieben Heyday-Zocker oder die es noch werden wollen, heute machen wir einen Video von Anfang an, wirklich von Anfang an Level 1. Ja, das ist für die, die jetzt neu einsteigen, vielleicht eine kleine Information, nach und nach bauen wir das Spiel auf, beziehungsweise für welche, die nicht wissen, wie man vielleicht noch einen zweiten oder dritten Account machen möchte oder soll. Zeige ich jetzt kurz und knapp, aber ist eigentlich auch nicht schwierig. Das Einzige, was ihr haben müsst, ist eine neue E-Mail-Adresse. Das ist wirklich wichtig. Kann man machen bei Gmail, bei Web, auch wie sie alle heißen. Einfach nur eine E-Mail-Adresse. Oder vielleicht habt ihr noch irgendwo eine übrig. Wie auch immer, jeweils eine neue E-Mail-Adresse. So, ich bin ja jetzt im großen Spiel hier. Da muss ich mich mal kurz abmelden. Bestätigen. So, ganz wichtig jetzt, wenn ihr von einem Spiel neuen Account machen wollt, ohne Supercell-ID spielen. Da draufklicken. So, da sind wir. Level 1. Ja, wir ernten einmal. Okay. So, jetzt steht hier oben anmelden. Wenn einer ganz, ganz nagelneu spielt, weiß ich jetzt leider nicht, ob das auch so steht. Aber hinterher geht es auf jeden Fall, da ist auch so ein Zahnrädchen und da könnt ihr euch über Supercell ID auch anmelden. So, jetzt auf Supercell ID. Ihr müsst euch registrieren als erstes mit eurer E-Mail. Das machen wir mal kurz, weil ich bin auch noch nicht mit der E-Mail registriert. Auf Weiter. Hier dann die E-Mail eingeben. So, die E-Mail habe ich jetzt kurz eingegeben. Zweimal eingegeben und dann einmal bestätigt. Dann kommt ihr hier weiter. Dann bekommt ihr eine E-Mail auf euer E-Mail-Account. Diese Nummer bitte hier eingeben. Ich lasse mir das mal kurz übers Handy schicken. Ja, doch, da ist er. Und dann die Nummer, die gesendet wurde, einfach ein. Ticker. So. Dann einfach auf Senden gehen und dann okay und das war's und dann seid ihr angemeldet. Wenn ihr jetzt wieder runter geht und anmelden oder abmelden, dann müsst ihr nachher wieder mit Super ID anmelden. So, was ich jetzt nicht gezeigt habe, da waren etliche E-Mail-Adressen gewesen. Eine aussuchen, wo euer Land ist oder wo ihr drauf wollt und dann auf Bestätigen und dann kommt ihr wieder zurück. So, in diesem Fall bin ich natürlich in mein Spiel, das Kleine, hier wieder zurückgegangen. Weil wir wollen ja jetzt für die Anfänger interessant, wie geht Heyday. So, jetzt muss ich noch ein bisschen, entschuldigt mich bitte, wenn ich hier so ein bisschen ruckel, weil normalerweise spiele ich übers Handy. So, was kann man hier machen? Weizen ernten. Weizen ernten dauert immer, oder geht immer schnell, dauert nicht lange. Ihr kriegt auch diese kleinen Tools hier immer noch angezeigt, wie ihr was machen könnt oder sollt. Kein Problem, das brauchen wir nicht weiter angucken. So, wir pflanzen erstmal Weizen. So. Die vermehren sich, genau. Für jeden einen angepflanzten kriegen wir zwei. Jetzt haben wir hier unten, das ist die Toolbox, da ist sämtliches Zeug drin, was wir alles nachher kriegen. Hühner, Kühe, Schweine. Hier haben wir an der Seite haben wir Reiter. Das ist einmal das, die ganzen Felder, die wir kriegen. Dann die Tiergehege und Ställe und ja, Bienenbaum nachher, die Katzenhütchen. Dann haben wir hier an der Seite die ganzen Tiere, hatte ich ja gesagt. Da kriegen wir hinterher noch Hunde, Katzen, Katzenbabys, Pferde, Hasen, Welpen, Esel. Dann haben wir hier das ganze Produktionsgebäude.
was wir dann Level für Level, hier steht es auch drin, ab Level 2, ab Level 3, ab Level 6. Ich glaube, das letzte gibt es ab 92. Ich scroll mal ganz runter hier. Der Tee stand ab 80. Also, das ist dann der letzte. So, hier haben wir die ganzen Bäume und Sträucher, was wir dann auch Level für Level freigeschaltet kriegen. Hier unten haben wir dann unsere ganzen. Wieso? Ah, wir kriegen eine Statue. Die ist jetzt wirklich neu mit dem Update rausgekommen. Wir haben sie. Prima. So, hier haben wir noch natürlich Dekoration. Jede Menge kann man hier oben auswählen. Wird auch noch mehr freigeschaltet. So ein bisschen gegliedert hier in Blumen. In andere Deko-Sachen, in Statuen, Wege und Zäune. Was wir als Geschenke kriegen. Dann hier nachher, wenn wir in der Stadt sind, für die Tiere was freigeschaltet wird. Was es nur für Geld gibt und was es nur für Diamanten gibt. Was es nur für Gutscheine gibt, aber darauf kommen wir alles später nochmal zurück. So, wir restaurieren erstmal unser altes Gemäuer hier. So, das wird nachher noch schöner. Dann die Scheune. Und dann das Silo wahrscheinlich. Genau. So. Das läuft jetzt nur so ein bisschen mit, bis Level 5. Machen wir das mal. Und so, jetzt können wir Hühner kaufen. Da steht es auch angezeigt, wie wir das machen. Zeige ich euch auch. Hier geht das der Reiter auf. Und die Hühner ziehen wir dann einfach hier rein. Hier oben wird angezeigt, wie viel Geld wir haben. 330 Taler, 30 Diamanten. Also für 10 Taler hier so einen Huhn können wir uns leisten. Ja. Die müssen natürlich auch gefüttert werden. Anklicken und dann einfach rüberziehen, dann sind die gefüttert. Da liegt noch eins flach, wird gefüttert, fertig. So, jetzt dauern die 20 Minuten, bis so ein Huhn Eier legen kann. In dem Moment hier haben wir es umsonst erstmal. Das machen wir. Machen wir nochmal und machen wir nochmal. Das kostet keinen Diamanten. Und einsammeln geht einfach Korb drücken und rüberfahren. Genau. Das machen wir nochmal. Und hier fliegen schon die drei Eier. Und Level up. So, jetzt kommen die ersten Besucher. An dem Standort. Tue ich hier mal irgendwo anders hin. Nee, geht noch nicht. So. Wie heißt eure Farm? Ja, gut. Braucht man einfach nur einen Namen eingeben, wie die Farm heißen soll. Machen wir mal. Anfänger. Okay. Die kann man aber hinterher immer noch umbenennen. Warum geht denn das nicht zu verschieben? Okay, wir füttern einmal die Hühner, die ernten einmal und Level 3. Hier ist ein Level, die fliegen einfach nur dahin. Und hier haben wir es noch gekriegt. Jetzt ist Mais auch noch freigeschaltet, können wir auch noch mit anpflanzen. Kann nicht schaden. So, hier haben wir die Scheune, da sehen wir, was drin ist. Das wird natürlich im Laufe der Zeit noch mehr. Wenn wir hier unten auf Kapazität erhöhen draufklicken, können wir die ausbauen. Entweder mit Diamanten oder was wir im Laufe des Spiels einsammeln, hier Bolzenbretter und Klebebänder. Dasselbe haben wir im Silo genauso. Da haben wir jetzt 16 Weizen drin, 0 Mais. Gut, ernten wir auch gleich. Hier kann man die Kapazität erhöhen. Nägel, Schrauben, Schindeln.
Jetzt haben wir hier unten eine 3 stehen. Wir haben was dazu gekriegt bei jedem Level. Einmal den Backofen. Den stellen wir mal hin. Der geht recht schnell. Hinterher dauern die ganzen Gebäude da bis zu 3 Tage, glaube ich. So, und auf. Und jetzt können wir backen. Als erstes kommt Brot. Mit in den Lauf des Spiels. Auch noch mehr. So, dann machen wir mal Brot. Draufklicken, Brot auswählen und in diese Kästchen ziehen. Wir haben nochmal Weizen und nochmal. So, dauert auch 5 Minuten. Gut, wir haben ja noch mehr drin. Da war eine Füttermühle, die brauchen wir ja dann für die Hühner und Ziegen, Schafe und Kühe, die wir hinterher kriegen. So, was haben wir noch? Und wir haben noch ein paar Wälder. Das ist ganz wichtig. Die werden wir natürlich auch hinstellen. So. Jetzt kann man hier oben Level 3. Sehen wir, 3 Punkte von 14 haben wir schon. Wenn wir hier oben auf den blauen Stern gehen, dann sehen wir auch, was wir als nächstes kriegen. Gut, oder nicht? Oder noch nicht. Ach nee, doch. Ach, jetzt bin ich völlig verpeilt. Ja. Ab nächstes Level 4 gibt es noch nicht viel. 1 Diamant und 100 Taler. So, hier ist die Futtermühle. Gut, Mais haben wir noch nicht. Aber das ist ja auch gleich fertig. So, bisschen Weizen. Können wir auch noch weiter anpflanzen. Wir beschleunigen das einfach mal. Ein Diamanten und wir haben ein Brot. Jetzt kommen die Besucher. Die wollen meistens irgendwas. Kriegt man Geld und 5 EPs. Ein Brot haben wir, können wir natürlich geben. Am Anfang sind 5 EPs viel, hinterher ist das ein Witz. Also in meinem großen Level spiele ich die gar nicht mehr. Hauptsächlich nur, wenn ich einen Haufen Dekos gesammelt habe, die ich dann so nicht mehr verkaufen kann, werde ich da gut los. Aber ansonsten nutze ich das nicht. Wir verkaufen das in dem Fall. Wir brauchen Geld, wir brauchen EPs. Und Level 4. Weiter geht's. Was wird jetzt freigeschaltet? Ah, der LKW. Der LKW ist gut zum Aufleveln. Zeige ich gleich. Da haben wir die Wand. Ja, ist ja gut. Er erzählt ja erst noch an. Da haben wir die Wand. Hier haben wir die Zettel, die zu bedienen sind. Wenn grüner Haken da ist, haben wir das alles drin. Jetzt haben wir auch hier 3 Eier, 2 Eier brauchen. Drüber rein in den LKW und ab dafür. Und kriegen EPs dafür. Was haben wir jetzt? Jetzt braucht er ein Ei. 4 Weizen, kriegen wir nachher 16 Taler und 11 EPs. Wenn hier mal irgendeiner ein Zettel ist, der wirklich unverschämt ist oder den ihr nicht bedienen könnt, wollt, wie auch immer, hier unten ist ein Mülleimer, kann ich mal kurz zeigen, draufgedrückt ist er weg. Hinterher dauert das länger, jetzt dauert es ungefähr knapp 2 Minuten, bis der neue Zettel wieder da ist. Aber wir haben jetzt bedient. So, jetzt können wir nicht, habe ich ja natürlich weggerissen, aber wir stellen mal Futter her für die Hühner. So, wir haben jetzt gerade Mais, pflanzen natürlich gleich wieder neu an und hier stellen wir Hühnerfutter her. Machen wir natürlich gleich erstmal voll. So, im Moment bin ich ein bisschen arbeitslos. Ansonsten, bald wird der freigeschaltet, ab Level 7. Da kann man dann hinterher Ware noch verkaufen. Gut, zu den ganzen anderen Geräten kommen wir später.
Wir versuchen dann das ganze Land freizukriegen, auch von den Sümpfen hier, von den Bäumen, von den kleinen Bäumen, von den Felsen. Brauchen wir Sprengstoff, Äxte, Sägen. Hier geht es nochmal weiter. Das sind Landerweiterungen, das kriegen wir aber alles nur frei. Da kriegt es nachher Landerweiterungen, Pfähle, Zäune, Pfähle, Hämmer und Landerweiterungsurkunden. Die müssen wir dann im Laufe des Spiels auch sammeln und dann können wir da freischalten. Wenn ihr nachher in einer Gemeinschaft seid, könnt ihr das auch untereinander tauschen. So, jetzt habe ich natürlich dummerweise das hier gelöscht, aber ein paar Sekunden hier noch, dann passt das auch. Ah, jetzt können wir das Ding auch hier verschieben. Dann schieben wir sie mal hier unten hin. Da kommt das gut. Auch Dekus. Wenn er angeklickt hat, könnt ihr die drehen, je nachdem wie ihr wollt. Machen wir mal so. Finde ich so schöner. Okay. So, jetzt haben wir den nächsten Zettel. Können wir natürlich wieder nicht. Meist dauert noch. Und wir löschen den einfach mal. So, dann mache ich hier mal eine kleine Pause und dann, wenn ich wiederkomme, ist ein Zettel wieder dran. So, dummerweise habe ich jetzt mal 4 Weizen noch geerntet und natürlich gleich ein Level Up hier oben gemacht. Gut, aber wir haben einen Zettel dran, den wir bedienen können. Brot war auch gerade fertig, passt. Und dann schicken wir ihn weg. So, was will er? Öffnet eine Freundeslast. Ah, hier unten. Genau. Hier unten haben wir Greg. Genau. Den solltet ihr auf jeden Fall jeden Tag besuchen. Da gibt es immer schöne Sachen. Gehen wir mal rüber. Und in seinem Straßenverkauf. Was mache ich denn hier? So. Gibt es eine Axt? Alles, was wir brauchen. So. Und auf das Haus geht es wieder zurück nach in unsere Stadt. So, hier haben wir wieder einen Zettel und ab dafür. Hier unten seht ihr was blinken. Das sind meistens so kleine Kästchen. Kann man öffnen, ist was drin. Das ist Baumaterial für die Silo. Für Silo, genau. So, dann hat man Level Up. Wir haben natürlich ein paar Flächen hier. Ein paar Felder. So. Jetzt haben wir noch Soja dazu gekriegt. Pflanzen wir natürlich gleich an. Das ernten wir gleich. Und gleich wieder andere Pflanzen. Ein kleiner Tipp, wenn ihr später weiter seid. Es gibt welche Pflanzen, die dauern lange. 8 Stunden. Erdbeeren zum Beispiel, 8 Stunden oder sowas. Sowas einfach über Nacht anpflanzen, dann könnt ihr es morgens ernten. Tut nicht weh. Und ihr habt die Felder tagsüber dann immer frei. So, hier holen wir die IPs noch. Hühnerfutter ist auch fertig. Können wir noch einmal nachlegen. Wichtig ist, Fütter immer am Laufen haben. So, hier kann man nochmal die Kästchen erhöhen. Mit Diamanten, das werden wir einmal machen. So, extra Sägen haben wir noch nicht, aber extra, da können wir schon mal erste fällen. Dynamit hat man auch gekriegt. Und ich glaube, eine Schaufel war auch mit dabei. Jawohl, dann machen wir den Sumpf weg. So machen wir nach und nach das Land frei. So, wieder Level Up. Und es gibt Kühe. Hier haben wir die Kuhweide. Passt hier noch hin? Alt. Ja, die passt hier. Wunderbar. So, und dann pflanzen wir natürlich gleich Kühe ein. Und füttern die. Und ihr seht hier an der Tafel, wird es auch immer mehr.
natürlich brauchen wir auch für die Kühe eine Molkerei. Ja, ganz wichtig. Die solltet ihr auch als erstes ziemlich weit ausbauen. Weil Milch, Käse, Sahne und alles was und Ziegenkäse, was man da herstellen kann, braucht man ohne Ende später. So, die dauert 2 Stunden, aber das soll uns weiter nicht stören. Hier haben wir wieder so ein Kästchen. Geht leider nicht auf. Entweder kann man es mit Diamanten machen oder wegklicken und auf die nächste warten. Hier können wir noch mal ein bisschen Weizen ernten und anpflanzen. Brot ist auch gleich fertig. Achso, Kühe hatten wir ja noch ein paar. Können wir eigentlich hier. Je mehr, desto besser. Kann man eigentlich nie genug haben. Und einmal gefüttert. So, hier können wir auch gleich Kuhfutter nachlegen. Na gut, Soja haben wir noch nicht. Soja dauert auch eigentlich 20 Minuten. Ne? Dauert auch noch ein bisschen. So, das sollte es bis hier erstmal gewesen sein. Nächster Teil kommt. Dann geht es ab Level 7, da wird einiges freigeschaltet. Dann gucken wir uns hier den Marktstand an, die Zeitung noch. Ich weiß jetzt nicht, ab wann das Gemeinschaftshaus, aber jedenfalls Zeitung und der Stand, damit ihr handeln könnt, das ist wichtig. So, dann legen wir hier nochmal Brot rein. In der Zwischenzeit spiele ich das schon mal ein bisschen hoch, das ist ja nicht schwierig, das sind 2 Minuten, dann ist das hier. Hier zum Beispiel 15 EPs, ab dafür. So, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten YouTube-Video. Euer Onkel Jens.